Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer wunderschönen, entspannenden Folge Woodle Tree Adventures, wo wir uns mit einem weiteren neuen Upgrade, Blood Upgrade hier, die letzten paar Level des Spiels reinziehen. Wir haben uns jetzt im letzten Part, haben wir uns, glaube ich, 4 Level gegeben. Jetzt bleiben noch 3 übrig und die werden wir uns jetzt auch mal in diesem Part mal anschauen. Nehmen wir mal das hier. Das sieht so schön sonnig aus und so. So, und hier werden wir auch ein paar neue Viecher und ein paar neue Gegenden sehen. Haben es eindeutig mit dem Strand zu tun. Und die haben das so süße Krabbe. Guck mal, wie sie lächelt. Ich find's voll klasse. Guck mal, wie fröhlich die lächelt. Die, oh, ich will sie gar nicht angreifen. Die ist voll putzig. Ah, nee, die greifen nicht an. Komm, ich bin voll putzig. Außerdem wird zum ersten Mal eingeführt hier diese ganze Wasserphysik, dass man auch im Wasser hier schön langsam läuft. Es gibt aber nicht im Sinne von Sonic oder Mario oder sowas gibt es hier irgendwas, womit man achten muss auf die Luftknappheit oder sowas. Wir spielen einen Baum, der lebt vom Wasser und von Luft und ja, da kann es aus dem Dings ziehen. Und wir haben so einen fiesen Oktopus da. Aber ich kann hier mit meinem neuen Blatt, kann ich hier angreifen und bäm, weg ist er. Nämlich das neue Blatt, was wir haben, das ist recht praktisch. Es macht hier genauso wie das andere Blatt davor, greift es aus der Entfernung an. Aber erzeugt hier solche Wellenformen, solche herbstlichen Formen. Die sehen voll schön aus. Ich finde das toll. Also erzeugt es nicht irgendwelche kleinen Tornados, sondern ja, so süße Wellenformen. Finde ich putzig. Wir können inzwischen auch auf irgendwelche Muscheln drauf und uns ja so auf die Suche machen nach unseren Tröpfchen. Wenn ich es jetzt noch schaffe, hier da drauf zu springen, wäre ich sehr glücklich. Hoppala! Hat ein bisschen gedauert, aber es funktioniert am Ende. So. Ach ja, nee, ich finde das sehr entspannend. Das ist einfach nur so ein putziges. Oh, die Krabbe hat mich aber umgehauen. Soll das? Fiese Krabbe, ich hab euch verschont. Dafür gibt's jetzt Genocide. Genocide-Route. Undertale. All over again. Stupp! Raupe! Stupp! Warte, die Raupe wird nicht sterben. Nein, sie ist wie Sans. Sie stirbt nicht. Ah, stirb! Ah, okay. Ah, du gewinnst diese Runde. Ich lass mir was einfallen. Eines Tages werde ich auch diese Raupe töten. So. Jetzt gehen wir erstmal hier schön umher. Und ich falle ständig runter, merke ich gerade. Aber egal. Zum Glück gibt es hier keine Pits oder sowas, wo ich runterfallen könnte. Also, ne, sterben könnte. Gibt hier auch keine Lebenseinschränkungen oder sowas. Also wir können so oft sterben, wie wir wollen. Wie gesagt, für Einsteiger echt ganz toll zum ja, Einsteigen in das ganze Jump'n'Run Videospiel-Gedöns. Und dann auch noch mit so einem sympathischen Bäumchen. Allerdings, wie man dem Jungen erklärt, dass er unschuldige Tiere töten muss. Ja, das ist schwierig. Das ist dann eure Aufgabe, liebe Eltern. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich bin doch hier nur derjenige, der es vorstellt. Wie gesagt, ein kurzes Spiel. Aber für jemanden, der, sag ich mal, nicht so geübt ist. Oh, guck mal, so kleine Minischildkröten. Ah, ich wollte schon sagen, älterer Mann, aber dann kam hier die Stelle mit den Minischildkröten. ja, der schon ein bisschen geübt ist, sage ich mal, in solche Spiele, dann ist das natürlich innerhalb von einer Stunde Spiel machbar. Aber ich glaube, für einen kleinen Jungen, ein kleines Mädel mit seinen 3, 4 Jahren, die so ein bisschen gerade mal die ersten kognitiven Fähigkeiten bekommen, wobei mit 3, 4 Jahren würde ich noch nicht zocken, anfangen zu zocken, sondern eher so mit 7, 8. Ungefähr. Also meinen ersten Gameboy hatte ich mit, ich glaube mit 6 hatte ich in der Hand. Und seht mich an, was aus mir geworden ist. Nee, in die Richtung wollte ich eigentlich gar nicht gehen, sondern ja. Wie gesagt, das ist halt meine Ansicht als aktiver Videospiele-Spieler. Kann man das so nennen? Ja, kann man so nennen. Dass ich so ein bisschen den Eindruck habe, dass man den Kids die ganze Technologie und alles ein bisschen eher so, ja, sag ich mal, mit dem Anfang jugendlichen Alter oder irgendwas in der Richtung das zum ersten Mal zeigt.
Weil früher ist nicht gut. So, jetzt gucken wir erstmal, wo es hier diesen letzten Tropfen gibt. Den finde ich nicht. Und dann nehmen wir wieder ein paar Früchtchen. Ah, die fallen in die Lücke. Und ich weiß nicht, wo die letzten Tropfen sind. Der letzte Tropfen. Ich habe ja alle außer einen. Ah! Okay, ich sollte vielleicht auch ein bisschen näher zoomen. Jetzt muss ich mal gucken, wo der letzte Tropfen ist. Da oben gibt es noch etwas. Da kann man, glaube ich, gar nicht hin. Also, wie soll man da hinkommen? Das wüsste ich jetzt mal gerne. Habe ich noch nicht gesehen bisher. Ist das ein neuer Bereich? Habe ich den freigeschalten, ohne es zu wissen? Aber wie es aussieht. Also da drüben gibt es anscheinend nichts mehr für uns. Ah, da ist Ende der Fahnenstange. Dann hier unten gibt es noch ein paar Bienchen. Ah, da ist der Tropfen. Da ist der Tropfen. Ja, ich habe einen dritten Tropfen gefunden. Ja. Sagt es dann natürlich bei dem Spiel hier ganz kleine Erfolge. So, ja, ich habe einen Tropfen getrunken. Ja. Ich habe das Viech kaputt gemacht. Juhu. So, wenn ich es jetzt noch schaffe, hier irgendwie hochzuklettern. Aber die beiden Bereiche da oben, die habe ich noch gar nicht angesehen. Ich glaube, die sind ja auch nicht zum unterwegs sein, also ist nur die Atmosphäre so. Da! Raupe! Töte! Nein, ich kann sie nicht töten! Ach, egal. Ich muss das halt so. So. Dann ziehen wir uns mal das letzte schöne Blatt-Upgrade rein. Nämlich das weiße Blatt. Es ist so weiß. Und wenn wir schon dabei sind, können wir uns gleich das Stirnband geben. Ich bin wie so ein kleiner Ninja-Baum. Teenage Mutant Ninja-Baum. Teenage Mutant Ninja-Baum. Teenage Mutant Ninja-Baum. Ist so schön baumig. Baumpower. Ein Schneelevel. Auch sehr hübsch. Ja, ja. Und auch den Soundtrack hier finde ich sehr, sehr klasse. Weil hier spielen sie einfach viel mehr mit orchestralischer Musik. Da ist alles dabei. Ach, es ist so schön. Ich finde einfach so Soundtrack mit ein bisschen Glockenspiel und Klavier und sowas finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Ich glaube, ein paar Keyboards sind auch dabei. Aber generell einfach so ganz simple Soundtracks, die finde ich einfach sehr, sehr schön. Klar, ich habe auch gerne meine Rock- und Pop-Soundtracks und sowas, aber ja, das ist halt was Besonderes, wenn man sowas hat, ne? Uppalalala. Hier haben wir so neue Gegner, wobei die auch nichts anderes machen als die anderen Gegner zuvor. Und wir verschwinden hier komplett im Schnee, ich finde das voll geil. Kuckuck! Voll lustig, voll süß. Und ja, von den ganzen Gegnern hier Variationen, das ist immer so ein Eisviech, hier auch nochmal so ein Eisviech. Und ja, neue Umgebung und so, voll schön. Oh, da kann man da hoch. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Oh, muss man ganz vorsichtig aber. Hicke. So, ja, hier ganz vorsichtig. So, sehr schön. Hoppala. Komischer Yeti-Wolf, keine Ahnung was du bist. Auf jeden Fall nichts, was irgendwie was Gutes will von mir oder so. Wee, wee. Ist ein ganz entspanntes Spiel. Nach kurzer Eingewöhnungsphase hat man sich an die Steuerung auch schon gewöhnt. Kann dann auch den jungen Kids dann zeigen, so, ja, so ungefähr waren die Spiele damals. Ja, damals gab es halt kein Wunsch wie Adventures, aber dafür hat man ja Sonic gehabt und Mario 64 und Rayman und sowas. Crash Bandicoot. Puh, was gab es noch so schönes? Lara Croft. Also Tomb Raider. Bei Tomb Raider dann schon ein bisschen, ja, in Anführungszeichen krasser war als jetzt so ein Mario. Aber ja, das war damals unser Shit. Und heute sind es halt eben so Kleinigkeiten wie Little Tree Adventures. Obwohl Mario auch noch oben mitspielt, aber ja, es sind halt so kleine putzige Dinge. Hier zum Beispiel, ja, wunderschöne Reichweite von einem weißen Blatt. Der geht voll weit. Da kann man den Gegner fast absnipern damit, das ist voll praktisch. Ich glaube, ich habe irgendwo ein Blatt übersehen. Oder kommt das noch? Ja, das kommt noch. Ich habe schon gedacht, da habe ich schon was übersehen. Und das konnte in der zweiten Folge hier, das geht gar nicht. Oh, ich bin runtergesprungen. Oh.
Der Fall ist ja auch umso bitterer, weil der Bereich hier viel größer ist. Huja, huja, huja. Wie gesagt, als spontaner Einschnitt. Ich habe mir gedacht, scheiße, jetzt geht Elsot schon wieder nicht. Aber ich kann jetzt noch nicht wieder eine Woche gehende Leere bringen. Weil letztes Mal, wo Elsot nicht gegangen ist, da habe ich einfach gar nichts rausgebracht. Also zu Thema Elsot oder irgendwas als Ersatz sozusagen. Und dann habe ich mir dieses Mal gedacht, ja, jetzt haben wir doch am Freitag einen kleinen Stream gemacht. Mit diesem kleinen putzigen Baumstumpf und seinem Stirnband. Da kann man das doch hier mal bringen. Und ja, einfach mal spontan. Will ich, glaube ich, auch öfters machen, wenn ich irgendwelche solche Situationen habe, dass das Spiel nicht gehen will, wie ich will. Was manchmal vorkommen kann. Dann, ja, sage ich halt, hier, fick dich, Elsot. Ich spiele mit einem Baumstumpf. Ist auch ein schönes Zitat für dieses Jahr von mir. Ich spiele lieber mit einem Baumstumpf. Baumstumpf, los, greif mit dem Blatt des Zorns an. Des weißen Zorns, gefährlich. Oh, ein dunkelblauer Oktopus, ganz gefährlich. So, dann wären wir auch schon fertig mit dem Level. Dieses Spiel ist entspannt, ne? Oh, well done, dear son. Thanks for the whole working out benefit from water you've collected. I can then finally sleep in peace. Thanks for playing. Das ist aber noch nicht das Ende, was wir hier haben. Ja, ich hab da... kann jetzt hier beim Schnurrbart rumspringen. Und ja, hier haben wir die Credits, aber die Credits wollen wir nicht. Ah, nein. So viele Menschen? Kann ich sie angreifen? Nein. Aber wie ihr sehen könnt, ist echt ein kleines Team da involviert. Eigentlich wollte ich das später haben, die Credits. Aber gut, ja gut, können wir mal. Da haben wir jetzt halt, ne? Ich habe mich ein bisschen bewegen. So, allerdings gibt es ein kleines Problem mit den Credits, habe ich schon gemerkt. Wie ihr sehen könnt, ich kann hier nicht Start drücken. Ja gut, ich kann Start drücken oder das Spiel beenden, aber das will ich ja nicht machen. Ich will ja eigentlich hier raus. Hallo? Hey, warum will das nicht? Da muss ich Jump cutten. Hat schon sowas Retrohaftiges, wenn man in den Credits hängen bleibt und dann anschließend das Spiel ausschalten und die Konsole ausschalten muss, damit man hier wieder ins Spiel kommen kann. So, dann ziehen wir uns das letzte kleine süße Level rein, bevor wir dann erstmal dieses Spiel zu den Akten legen. Mir persönlich gefällt es sehr, sehr gut. Hat einen entspannten Soundtrack. Nichts Anstrengendes für die Augen. Eine leichte Geschichte, leichte Soundtrack. Also alles sehr, sehr entspannt hier. Und wie gesagt, gibt es auch einen zweiten Teil, den ich irgendwann mal vielleicht mal zeigen werde. Ich denke schon. Aber mir macht so Spaß. Ist voll süß. Was Entspanntes. Was Leichtes. Sonst spiele ich ja nur Zeugs wie Elsot und Witcher, die alle. Also Witcher und Tokyo Mirage, die alle so eine schwere Story haben. Ne? So ein, ja, und dann gibt es hier sowas wie Willow Tree, das, wo man einfach hier ein bisschen rumhüpft. Und irgendwelche Früchte einsammeln muss und so. Das ist ganz entspannt. Was für entspannte Leute. Oder was zur Entspannung. So, jetzt haben wir hier noch irgendwelche Früchte. Ah, die Challenges, also die Achievements bei Steam sind auch recht einfach. Also sprich, eine gewisse Anzahl von Früchten sammeln, bestimmte Upgrades freischalten. Und ein Achievement ist außerdem, dass man hier noch jemanden dabei hat beim Spielen. Entweder sitzt er direkt neben mir oder ich kann das Ganze halt, wie gesagt, über das wunderschöne, eine wunderschöne Nebenfunktion von Shadowplay machen, dass zum Beispiel Barry sich mit seinem Controller und einem seiner Nvidia-Grafikkarte ranhocken kann und den zweiten Spieler machen kann, auch wenn er jetzt gerade da oben im Norden Deutschlands rumhackt. Boom! Oh, jetzt muss ich mal gucken, wo ich eigentlich hier hin muss. Ah, da ist noch einiges. Was ich sehr schön finde, auch so simpel wie es gehalten ist. Weil ich finde schön, dass man hier auch beim Rauszoomen so ein bisschen merkt, ja, das ist so ein bisschen Wasser. Weil da kommen Blubberblasen raus und so. Wenn man im Wasser ist, hat man wiederum den perfekten Eindruck von unter Wasser so ein bisschen, dass man da rumläuft. Ist sehr angenehm gemacht, wie gesagt.
Und da steckten, wie ihr gesehen habt, eine Handvoll Leute. Also es sind echt nicht mal 10 Leute, die da mitgemacht haben, also Entwickler sind. Von dem Ganzen auch einen kleinen Twitter-Account haben, die also nicht viel, kein großes Studio oder irgendwas. Es ist einfach mal ein Team von 5, 6, von 10 Leuten, die sich gedacht haben, es gibt keine wunderschönen, entspannenden Jump'n'Runs da draußen. Nehmen wir, wie wäre es, wenn wir mal so eins entwickeln? Und dann haben sie gedacht, ja, wie wäre es mal mit einem Baumstumpf, der die Welt mit seinem gefährlichen Blatt rettet und die ganze Zeit einen Rucksack hat, der größer wird. Und ein Stirnband, das absolut nichts bringt, außer dass er dadurch um 10% cooler wirkt. Und ja, haben sie gesagt, ja, dann machen wir es einfach, ne? Und ich finde es schön. Mir macht es Spaß. Ha, denkst du, ich hätte nicht. 360 No Scope. Ach ja, es ist schön hier voll unter Wasser, so ein bisschen rumblubbern. Ab und zu mal einen Krebsplatz machen, so einen Mr. Krabs. Wie gesagt, man kann auch ein bisschen hinzoomen, dann ist die Immersion so ein bisschen besser. Wie gesagt, für das Finden von Früchten und Tropfen hilft es manchmal schon ein bisschen, hier die Kamera ein bisschen nach außen zu bewegen. Also ich kann eigentlich nur mit der Kamera rein und rauszoomen, mehr kann ich nicht machen, also ich kann nicht links, rechts oder irgendwas. Sondern ich kann hier wirklich nur sagen, ja, größer, klein, näher oder weiter weg. Um einfach mir die Sicht ein bisschen zu verbessern. Und ja, so die Sachen ein bisschen leichter zu finden. So, meine drei Tröpfchen habe ich schon mal. Whee! Oh, inzwischen ist der Rucksack richtig, richtig groß. Ich laufe nicht so langsam wegen dem Rucksack, da so laufen tut er immer schnell, immer so schnell. Aber jetzt merkt man es halt einfach wirklich, wie viele Früchte man hier tatsächlich hat. Da ist der halbe Charakter abgedeckt, irgendwie auch recht knuffig. Oh, und dann haben wir es auch schon geschafft. Was ganz Entspannendes. Und dann haben wir, glaube ich, alle Level gepackt, ne? Also wir haben die alle hier unten gemacht. Inklusive dem einen, wo immer noch New steht. Dann diese beiden. Ja, dann haben wir alle. Weil draußen gibt es keine Level, das weiß ich noch. Ja. Sind wir schon fertig, ne? Richtig süßes, kleines, entspannendes Spiel, wie ihr gesehen habt. Und ja, Woodle Tree Adventures. Wie gesagt, ganz putzig. Auch recht günstige Angelegenheit. Ist schön für Leute einfach mal, wenn sie mal was Entspannendes spielen wollen. Nehmt euch nicht viel Zeit weg, wie ihr gesehen habt. Also ich bin ungefähr 40 Minuten bin ich fertig mit dem Spiel gewesen. Also ja, eigentlich echt entspannte Sache. Gibt kleine coole Upgrades, so diese Blätter, mit denen man so schöne Fernkampfgeschichten noch machen kann. Damit man jetzt nicht direkt in die Nähe von den Viechern muss, um sie anzugreifen. Weil, ja, wenn man in der Nähe angreift, dann läuft man Gefahr, dass man irgendwie in die reingerät. Und dann muss man neu anfangen, ne? Ein bisschen nervig. Aber wenigstens haben sie es benutzerfreundlich gemacht, also auch für die Kids. Dass, wenn sie dann tatsächlich von einem der Viecher getroffen werden, dass sie nicht gleich komplett neu anfangen müssen, die Früchte und die Tropfen einsammeln müssen, sondern das geht dann relativ entspannt direkt einfach dort weiter, also vom Stand weiter, wie sie aufgehört haben. Nur müssen sie von Anfang des Levels wieder hochklettern. Das macht sie auch einerseits ambitioniert und macht sie dann ausdauernder, denke ich mal, für das, was noch folgt. Und ja. Wie gesagt, ein nettes Einführungsspiel für die Kids und auch was sehr Entspannendes für die lieben Eltern und unter euch, die dann sich doch mal nach einer kurzen, entspannten Pause sehnen. Wie gesagt, der Soundtrack ist echt sehr, sehr ruhig und man kann sich einfach mal ein bisschen zurücklehnen, diesen kleinen Baumstumpf steuern und dann, ja, diese fröhliche, bunte Welt, wo einfach kaum eine Gefahr besteht, außer durch irgendwelche kleinen Viecher hier, wie zum Beispiel dieser Wurm da. Wenn ich hier den Wurm abwerfe, aus der Entfernung, wenn ich den treffen würde, ja, dann verpufft er so leicht, ne? Es passiert nichts, das ist einfach nur ein Puff und weg ist er, ne? Also ja, kinderfreundlich und so. Aber warum man die tötet, fragt mich nicht. Ja, und in dem Sinne, euch noch ein entspanntes, schönes, eine entspannte, schöne Woche. Und ja, das war ein schönes, entspanntes Spiel. Würde es gerne wieder kaufen. Würde es vielleicht nochmal mir den zweiten Teil mal anschauen und vielleicht mal mit euch machen. Vielleicht werde ich auch den Barry dazu holen und wir zocken das mal Koop. Ich hätte eigentlich mehr Interesse zu gucken, wie der sich so macht. Und ja, wir sehen uns beim nächsten schönen LP wieder, das ich vielleicht aus dem Hut zaubern werde, wenn Elsa mal wieder nicht geht.
Und ja, in dem Sinne, haut rein, macht's gut und ciao, ciao.